Tina, was machen wir heute? Wir gehen in die Höhle der Löwen. Der 99 Heiligen. Hoffentlich ja. Keine Löwen. Ja. Wir sind bis hierhin mit dem Auto gut hochgekommen. Auch nicht mit jedem Auto zu befahren, wegen der Höhe. Ne? Kleine, enge Schotterpiste ist es. Und jetzt geht es noch ein paar Meter zu Fuß. Wir haben Stirnlampen eingepackt, Taschenlampe eingepackt, weil wir gelesen haben, es ist zappenduster da drin. Die Solarbeleuchtung, die würde wohl nicht so arg gut funktionieren, die da installiert ist. Und deswegen sollte man sich genügend Licht mitnehmen. Also wir finden, dass uns die Stirnlampen auch extrem gut stehen. Ah, es geht mal wieder durch ein Ziegentor. Oh. Bitte, treten Sie ein. Eintritt für die Ziegen. Das ist ja auch noch ein richtig schöner Zustieg hier. Oh, hier machst du aber auch in ein paar Minuten ein paar Meter gut zum Auto. Oh, stark. Tina, jetzt sag doch mal. Wahnsinn. Wo wir hier reinlaufen. Geil, oder? Ja. Wow. Geil. Ah, das Kassenhäuschen ist heute mal nicht besetzt. Die Kasse ist aber da. Kannst du was einwerfen? Ah, hier ist wieder. Kannst du wieder ein Kerzchen anzünden. Schön. Geht schon runter in die Höhle. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht, aber die ist riesig. Boah, da kommt die Tina. Das ist direkt über uns hier, gell? Mhm. So, jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter unten. Weiß gar nicht, ob man es sieht. Da oben, da kommen wir her. Hier ist natürlich wieder ein Schrein aufgebaut. Ist ja immer schön. Vielleicht war der Motorradfahrer gerade hier, hat hier ein bisschen aufgeräumt. Und hier geht es weiter in die dunkle Höhle. Hier so. Ah, da muss man schon sehr trittsicher sein. Oder geht's hier hoch? Da geht's mal runter, aber nur für dünne. Hier geht's hoch. Hier ist noch eine Leiter. Oh, die Leitern sind nicht mehr alle so gut. Hier ist schon was durchgebrochen. So, jetzt kommt die zweite Leiter. Oh ja, das ist eine hohe Höhle. Wow. Hier hängen Fledermäuse. Ja, hier hinten geht es dann nicht weiter. Vielleicht da oben. Ah, da hängen auch noch mal Fledermäuse. Das ist jetzt die Decke. Ah, da, oh, da hängen ganz viele. Wow, da hängen ganz viele Fledermäuse. Ah ja, tatsächlich. Hier rechts rum geht es nochmal weiter. Ich muss mir den Weg merken, hey. Oh. Ah, hier geht es dann runter oder was? Ey, ist ja hart. Hier geht es ja richtig runter. Hier wieder richtig viele kleine Draculas. Boah, das ist so rutschig hier. Und wenn man das Licht ausmacht, auch echt duster. Wahnsinn. Ja, und hier sieht man ja die Beleuchtung, die hier sein soll. Aber die ist natürlich aus. So, jetzt bin ich in der großen Halle. Da hinten ist dann auch Feierabend. Ja, das ist eine Höhle. Geile Sache. Ah, das Gute ist, auch hier hast du nochmal eine Kerze. Falls es gar nicht geht, hast du wenigstens die für den Rückweg, wenn du sie anbekommst. Ah,
Ah, hier kann man noch ein bisschen weiter. Mache ich. Also das Ganze fühlt sich sehr viel spannender an, als es wahrscheinlich auf dem Video rüberkommt. Aber das ist schon eine coole Sache. Wahnsinn. Also jetzt kann man mich ja ein bisschen erkennen, glaube ich. Es ist sehr hell. Und ich mache jetzt mal das Licht aus, dass ihr mal seht, wenn man keine Lampe mit hat, wie man da im Sack ist. Das ist schon irre, oder? Also, ich gehe jetzt wieder zurück. Die Taschenlampe hat auch nur noch 2 Balken. Also das reicht für jetzt, denke ich, bevor es gefährlich wird. Und ist auch rutschig der Weg. Und dann hole ich meine Tina ab. Die hat auf jeden Fall sich die coolste Höhle hier rausgesucht. So, wieder zurück aus der Höhle. Die Luftfeuchtigkeit da drin, die macht einem schon ganz schön zu schaffen. Bin wahnsinnig geschwitzt jetzt. Puh, so, jetzt noch ein paar Meter zurück zum Auto. Und dann lassen wir es ein bisschen ruhiger heute angehen. Das war ja schon Spannung pur heute für mich. Schönen guten Tag. Hallo. Haben Sie Interesse? Ja, diese alten Pickups sollen ja die zuverlässigsten sein. Keine elektronischen Helferlein und so weiter. Ja. Würde ich mir den hier gerne mal anschauen. Ja, gerne. Den alles top. Ja, auch noch einen guten Eindruck. Also ja, ist gepflegt, ja. Der Wagen? Gepflegt. Zahnriemen? Alles neu. Alles neu? Alles funktioniert neu. Auch alles? Funktioniert. Ölwechsel? Alles gemacht. Alles gemacht. Kann direkt losfahren. Können direkt Reifen losfahren. Reifen ist top. Ah ja, dann nehme ich mal Platz, der muss ja auch bequem sein. Ja, gucken Sie mal hier, Kofferraum, können Sie auch eine Wohnkabine drauf machen. Ehrlich, was da alles drauf passt, eine Wohnkabine wird er sogar schaffen. Ja. Alles ja. Ja, eine Wohnkabine wollte ich. Und ab geht's in Urlaub. Ja. Wollte ich schon immer mal haben. Ja, testen Sie mal. Also ganz geil finde ich ja auch die durchgehende Sitzbank hier. Das ist retro. Ah, sehr gut, ja. Ja. Hier das Lenkrad ist neu gepolstert mit Seil. Ja. Mhm, schön. Linker, funktioniert. Ja, hat mein Schwiegersohn gemacht. Die Handbremse zieht nicht mehr so gut. Können Sie die noch einstellen? Na gut. Da müssen Sie noch was drauflegen. Ach so. Also so geht's nicht, weil das ist ein Spottpreis. Okay, ich gucke mal in den Papieren. Ah ja. Alles eingetragen. Alles eingetragen, top. Hier war mal so ein Playboy-Häschen, gibt's den noch? Den gibt's noch, den kann ich Ihnen, ja. Den hätte ich gerne dazu. Den kann ich Ihnen geben. Nicht nur der Hase, der hier oben hängt, ja. Sondern auch den Playboy-Hasen hätte ich gerne. Kein Problem. Voll, wunderbar. Ziegen können Sie transportieren, alles was Sie wollen. Alles was ich will, gut. Wollen Sie meinen Motor gucken? Ah ja, natürlich, selbstverständlich. Ich kaufe Ihnen die Katze im Sack. Ich kenne mich ja aus mit habe ich die Verriegelung jetzt auf oder ist sie jetzt zu? Ah, die ist zu. Die ist zu? Die ist zu. Die ist zu. Okay, na gut, es wird auch so gehen. Ja. Ich denke, Sie sind ja ein ehrlicher Verkäufer, Sie haben ja nichts zu verheimlichen. Ja, bin ich. Ich kann ja auch den Scheinwerfer mal ein bisschen zur Seite, dann kann ich auch noch weiter reingucken. Ja, rein können Sie auch mal reingucken. Oh, da ist eine Fanfare drin. Eine Dreiklang-Fanfare. Ja, sag doch. Hier, guck mal. Die Karre ist was wert. 1, 2, 3, 5 Klangfanfare. Ah, geil. Die hat da bestimmt gespielt. La Cucaracha, La Cucaracha. Ja, was sonst? Was sonst? Ja, Kühlerbehälter. Auch da. Auch da. Auch da, alles gut. Kann man gleich von außen befüllen. Ja, ja. Scheinwerfer, die kann man bestimmt nochmal einstellen. Ich glaube, der ist nicht so ganz richtig. Hier der Einstieg, das ist auch was wert. Hier. Winterbeiser, hier, das ist ja ein richtig massiver Rockslider. Ja. Ne? Also nicht so ein Poser. Unkaputtbar. Ja, nicht so ein Poser-Drittbrett, sondern am Rahmen verschraubt. Ja. Also, das ist wirklich ein geiler Rockslider. Ja. Den könnte ich glatt mitnehmen. Ja, wunderbar. Kaum gespachtelt. Ne? Alles gut. Alles gut. Rückleuchten ist auch okay für den TÜV. Einwandfrei, der hat ja erst TÜV. Hat ja erst TÜV. Ja. Hier sieht man es auch. Also. Bis es da mal wieder zum TÜV müssen. Nee, also der Lack hier. Vergehen schon ein paar Jahre. Der Lack ist gut. Ist auch alles dran. Nein, das ist wunderbar, wunderbar. Was soll der nochmal kosten? Soll der mit nach Deutschland? Ja, natürlich. Ja, dann kostet er 24.990. 24.990. Machen wir glatt 25.000? Machen wir glatt 25. Na, also. Als Aussichtsturm kannst du ihn auch benutzen. Scheibe ist auch neu eingedichtet und wenn man drauf ist, bewegt sie sich so leicht. Ja. Da ist kein Rost im Rahmen, im Scheibenrahmen. Nee. Dann ist ja gut. Okay.
prima. Also mir gefällt er. Gut. Ja, wir sind ja schon einig. Ja. Oh, schön, hä? Ja. Guck mal am Fels. Eine Ziege. Ja, das ist eine komische Ziege, oder? So hochbeinig. Oh, sehr elegant sieht sie irgendwie aus. Schönen guten Tag, die Damen. Können wir was für Sie tun? Uiuiui, Tina. Ja, also stimmt, heute regnet es und es geht auch richtig ab draußen. Die Leiter ist schon weggeflogen. So einen Wind haben wir hier. Und es ist richtig ungemütliches Wetter. Reichlich eklig. Jetzt hocken wir hier in der Kabine, weil der Regen, der hat so durch den einen Reißverschluss getröpft, dass es hier richtig reingelaufen ist. Ja. Es waren keine Tropfen, es ist richtig gelaufen, wir haben noch schnell ein Tuch hingemacht. Also es drückt durch den Reißverschluss durch. Die Nähte habe ich ja schon gedichtet gehabt, aber das ist so schlecht konstruiert, weil sich eine Falte bildet, wo sich das Wasser fängt und dann läuft es einfach natürlich durch die Reißverschlusszähne durch. Das ist ganz schlecht gemacht. Ja, jetzt hocken wir hier. Also auf dem Klo sitzt man ganz gut. Ja. Auf dem Box hier. Da hast du auch genügend Kopffreiheit. Ich jetzt nicht so. Aber da überlegen wir uns noch was. Wenn man den Tisch weg hat, kann man auch so sitzen. Falls man es nicht mehr ins Auto schafft vom Regen. Na, dann hoffen wir mal, dass das nicht so ewig dauert heute. Ja. Ich glaube, es lässt schon nach. Schlechtwetter in der X-Cap. Die erste Erfahrung. So viel, dass es jetzt immer noch durch den Reißverschluss tropft. Also das ist eine schlechte Konstruktion. So, jetzt sitze ich auch ganz gut. Wir haben den Tisch zur Seite geschoben. So können wir, glaube ich, dem Regen ein bisschen ausharren. Das Schlimmste ist vorbei. Hä? Vom Donner und von den Blitzen her zieht es auch ab, wenn wir so richtig mitgezählt haben. Und jetzt haben wir wieder hochgeklappt. Es regnet zwar noch ein bisschen, aber jetzt kommt nichts mehr, wird nichts mehr durchgedrückt. Vielleicht war es auch der Wind. Und jetzt haben wir uns erstmal ein Frühstück verdient auf den Schreck hier. Wir sind nämlich schon ziemlich hungrig gewesen. Ne? Ja. Der große Regen ist vorbei. Jetzt haben wir Bewegungsdrang. Wir werden erstmal ein bisschen spazieren gehen hier am Strand. Dann fahren wir weiter zu einer Wanderung für morgen, wenn das Wetter dann wieder mitspielt. Und wir haben ein Energieversorgungsproblem. Ich glaube, ich habe die Solarbatterie seinerzeit kaputt gemacht, als ich über Nacht den LED-Strahler hinten anhatte. Und die Bordbatterie, da haben wir die Kühlbox dranhängen, die hält aber auch nur eine Nacht, dann ist die Batteriespannung da auch unten. Also scheint es, als müssten wir irgendwann mal jede Menge neue Batterien kaufen gehen. Ach, ist das gleich wieder schön, wenn die Sonne da ist. Noch nicht gesunken, aber schon mal zur Vorsicht eine Ölsperre drumherum gelegt. Jo, der hat aber auch schon echt bessere Zeiten gesehen hier. Komplett fertig. Ein paar Meter weiter, nicht mehr ganz so schwimmfähig. Schon umgekippt und die Sperre, die Ölsperre ein bisschen mitgerissen. Eieiei. Die verbauten LED-Strahler sehen auch ein bisschen neu aus. Der Rest so gar nicht. Also würde ich ja am liebsten auch wieder mal drauf gehen hier auf das Ding. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger hier. Tina und ich, wir haben uns überlegt, das könnten vielleicht beides Flüchtlingsboote gewesen sein, auch wegen der arabischen Schrift an der Seite. Und da musst du, glaube ich, schon sehr verzweifelt sein, damit du mit so einem Rosthaufen deine Reise antrittst, gell? Ja. Ey. Guten Morgen, Tina. Guten Morgen. Das war eine kühle Nacht. Wir sind in den Bergen. Ja. Und es hat ja gestern auch geunwettert, also es ist ein bisschen kälter geworden. Und das war eine ganz schön frische Nacht. Ne? Wir haben ja immer noch keine Heizung, die funktioniert ja nicht. Und wir werden heute die Arina Irini Schlucht wandern und haben sogar ein Taxi gefunden, was uns dann wieder bis hierher zurückführt. Das ist nämlich einfacher Weg, so 9 bis 10 Kilometer. Und auf die Schlucht sind wir natürlich trotzdem mal ganz schön gespannt. Ja?
Obwohl ich noch gucken muss, wo meine Winterjacke ist bei den Temperaturen. Ich kann es dir sagen. Ist das kalt. Und im Sommer gibt es hier bei dem Parkplatz einen kleinen Kiosk. Das WC ist noch auf, das Wasser läuft auch. Man kann sich also auch waschen oder mit Wasser bedienen. Und natürlich haben wir ganz alleine hier gestanden auf diesem Parkplatz. Das war eine ganz ruhige Nacht, ne? Oh, die war toll, ja. Ja, ja. Bis heute Morgen irgendwann hier die Kleine hier hinten mit ihrer Glocke kam und uns den Wecker gemacht hat. Man sieht es an unseren glücklichen, hellen Gesichtern. Die Sonne ist da. Und auf geht's auf die Wanderung. Gleich die ersten Meter machen einen guten Eindruck, oder? Ja, cool. Wie eine kleine Herbstwanderung, auch wegen den kalten Ohren und so. Aber in einer echt schönen Gegend. Oh, oh, oh. Reichlich gefährlich. Die hat was. Lässt sich auch wunderbar wandern, ne? Ja. Und hier mitten in der Pampa. Ein schöner Rastplatz, Picknickplatz mit WC, schönen Sitzgelegenheiten und Frischwasser. Geil ausgeschnitten. Der Wasserweg ist top in Stand gehalten. Ja, dass man gut durchgehen kann. Und da unten drunter. Du schaffst das. Boah, wie mächtig, gell? Ja. Hammer. Riesig. Ja. Und hier duftet so toll. Überall ist diese Pflanze. Wir kommen nicht drauf, was es ist. Aber Tina sagt, es riecht nach Duschgel. Ich sage, es riecht nach Weihrauch. Also eine Mischung aus Duschgel und Weihrauch. Ja, lecker, gell? Ja, richtig frisch. Das sieht ja sehr abenteuerlich hier aus über die Brücke. Tina, geh mal vor. Ja, da drunter ist nichts. Ich hüpfe. Hör auf! Ah. Nein. Tina, ich glaube, wir haben es. Da ist ein Schild zur Snackbar. Dann haben wir es geschafft. Ich bin auch geschafft. 3,25 Stunden, gerade mal 8 Kilometer, aber über Stock und Stein. Ja. Ja, zum Glück sind wir es bergab gelaufen, nicht bergauf, geht ja auch. War eine sehr schöne Wanderung. Ab und zu. Ab und zu. Aber besser als in die andere Richtung. Ja. Abwechslungsreich, ja? Ja, sehr. Eine Hammerwanderung, irre. Ja. Kostet normal irgendwie 2 €, aber das Wärterhäuschen ist ja alles leer, nichts besetzt. Ne? Gibt auch verschiedene Picknickstellen, 3, ne? Es gibt auch immer Wasser dort zum Auffüllen. Stimmt, das ist toll. Toiletten gibt es, französische Toiletten. Also echt tolles Teil. Ja. Hier ist das Schild für die meisten, die von unten kommen. Ja, Gastronomie erwartungsgemäß geschlossen. Das war ja logisch gewesen. Sieht aber schön aus. Ja, aber sehr gemütlich bestimmt im Sommer zum Sitzen hier unter den Olivenbäumen. Das sieht wirklich stark aus. Jetzt findet man auch gleich Hinweisschilder auf Taxiunternehmen. Es gibt 2 Stück hier in Suvia. Und wir haben uns einen bestellt. Der kommt so in 50 Minuten. Wir haben ihn für 14 Uhr bestellt. Kostet dann 30 €, uns zurückzufahren. Da kann man überhaupt nichts sagen, ne? Ja, super. Ja, und deswegen machen wir jetzt noch eine kurze Pause. Und dann werden wir heute noch ein paar Kilometer machen, damit wir aus den Bergen kommen. Und zwar diese frischen Nacht ein bisschen. Ne? Wir wollen wieder ein bisschen ins Warme und fahren wieder Richtung Meer. So, da fährt unser Taxi. Das war super, ja, oder? Ja. Ach, was ein freundlicher Typ. Familienunternehmen. 30 € hat das jetzt gekostet. Wir sind noch eine halbe Stunde gefahren, ne? War's wert. Das war es auf jeden Fall wert, weil zurücklaufen wollten wir das auf gar keinen Fall. Ja. Das wäre uns zu anstrengend gewesen. So, und jetzt geht's weiter on Tour. Ja, da sieht man es nochmal. Ja. Schön.